Einen wunderschönen guten Abend zum nächsten Live-Talk. Mal wieder eine, ja, leider schon mittlerweile fast klassische Herrenrunde an diesem Abend. Aber wir wollen heute ein neues Thema beackern, was für die Apothekerschaft mit Sicherheit nicht weniger spannend ist als für uns, gerade schon im Vorgespräch. Wir reden über Rezeptabrechnungen, Retaxationen, aber auch durchaus die aktuelle Entwicklung auch im Rezeptabrechnungsstatus, so über die Corona-Zeit. Dafür haben wir den ersten Gast direkt neben mir, zumindest auf meinem Bildschirm, Hauke Kals von Inside Health, der uns mit so ein bisschen Datenmaterial heute Abend bestimmt versorgen wird. Hallo Hauke, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, hallo. Apothekerkollegen Tobias Loder aus, ja, eigentlich meiner direkten Nachbarschaft aus Hürth, der Lux 99 Apotheke, stark auch im Cannabis-Bereich, über die Cannabis-Apotheke tätig und auch im Verband, ne, der, oh, jetzt muss ich wieder den Namen zusammenkriegen. Tobias, erstmal hallo, vielleicht sagst du den Namen, wie heißt nochmal der Nein, Verband? das ist gute Frage. Das ist der Verband der Cannabisbesorgenden Apotheker, VCA. Ja, VCR war doch, ich hätte gedacht, es wären vier Buchstaben gewesen. Und zu allerletzt möchte ich Frank Böhme begrüßen, Geschäftsführer von Scanex, einem Hallo. Unternehmen, was sich der Vereinfachung der Rezeptabrechnung widmet, weil ja für uns Apotheken vor allen Dingen die Rezeptabrechnung und vor allen Dingen das große Risiko der Retaxe in den nächsten 12 Monaten schon ein ordentliches Problem ist. Und wir wollen mit Frank vor allen Dingen darüber reden, wie kann man das vielleicht vereinfachen, verschlanken. Und ja, du hast ja als Ziel gesetzt, Retaxe um 100% zu vermeiden, wenn ich das so richtig So ist formulieren es. darf. Ja, hallo Frank, schön, dass Hallo. du auch dabei Grüß bist euch, und hallo. deinen Input dann in diese Runde reingibst. Tobias, was ist denn das große Problem bei der Rezeptabrechnung? Reden wir da mal von Apotheker zu Apotheker. Was nervt dich da am meisten? Und warum hast du direkt gesagt, sowas, was der Frank Böhme mit Scanex auf den Markt bringt, ja, ist etwas, was du super findest und was du irgendwie auch zumindest in der Pilotphase, in der Testphase unterstützen möchtest. Was nervt dich so am meisten beim Rezeptabrechnen? Mich stört natürlich sehr, dass wir Sachen abgeben und taxieren, gerne auch im vierstelligen Bereich, und gar nicht wissen, ob das alles richtig ist, was wir machen. Also wir denken, es ist richtig, nach bestem Wissen und Gewissen, und das bin ja dann auch nicht ich, sondern die sind die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, und keiner weiß, ob das so stimmt. So, und das kann es ja irgendwie nicht sein, ne? Und da fühle ich mich wie im 19., im 20. Jahrhundert. Die Möglichkeiten sind da, das anders zu tun, und wir tun es halt nicht. Deutschland tut es nicht. Das nervt mich wirklich sehr. Und es könnte einfach sein. Es könnte einfach sein. Und das, was ich beim Frank gesehen habe, war dann wirklich seit langer Zeit das Erste, was mich da abgeholt hat. Weil ich dachte, okay, in Echtzeit, beim Einscannen am Kunden direkt, nicht Verfügbarkeit, sondern Plausibilitätsprüfung sozusagen. Stimmt das, was verordnet ist mit dem, was wir abgeben? Plus auch schön Geld von den Krankenkassen in wenigen Tagen. Ne? Warum denn auch nicht? Und das zusammen als Paket ist natürlich reizvoll, klar. Da müssen wir jetzt doch, weil du schon von Paketen redest, Frank, den Ball mal zu dir rüberspielen, damit unsere Zuschauer erstmal verstehen, worüber wir gerade in der Sekunde reden. Erstmal zurück auch ein Hallo in die Runde. Ich sehe gerade in den Chats, der Jan Reuter freut sich auf unsere Vorträge. Jan, das wird nichts. Wir talken hier und es gibt leider in dieser Runde keinen Vortrag, aber trotzdem ein schönes Hallo zurück. Frank, was kann denn Scanex überhaupt und was willst du revolutionieren? Der Tobias hat es gerade schon angedeutet, Prüfungen in Echtzeit, also am HV, Entlastung nicht nur der Apotheker, sondern vor allen Dingen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die natürlich das Risiko vor allen Dingen tragen, dass so ein 10.000-Euro-Rezept zurückkommt. Ist dir das schon mal passiert, Tobias? Mal so, by the way. Sehen nicht, aber vierstellig, ne, Aber das ist schon. vierstellig war es schon. Was kann dein Produkt oder euer Produkt oder woran arbeitet ihr, dass es demnächst dann marktreif wird? Genau, also wir sind ja angetreten, um die Rezeptprüfung oder sagen wir alle Aufwände in der Apotheke, was die Rezeptprüfung angeht, möglichst auf null runterzudrücken und die Retaxation abzuschaffen. Das ist die ganz einfache Botschaft. Und was ihr euch vorstellen müsst, wenn du eben heute in die Apotheke geht, das wisst ihr, dann kriegt ihr irgendwie in 12 Monaten ein schönes Anschreiben mit einer Retax-Ankündigung. Dann musst du eventuell in Einspruch gehen. Das heißt, in 14, 15 Monaten weißt du erst, ob du das Geld überhaupt behalten darfst. Und was wir jetzt gemacht haben, ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Tunnel
zwischen Apotheken und Krankenkassen. Und wir haben, sagen den Kassen, Leute, wenn ihr die Entscheidung erst in, sagen wir mal, in 12 Monaten trefft, dann könnt ihr das doch dem Apotheker auch direkt am HV-Tisch sagen. Und das ist, der Tunnel hat 2 Eingänge und da gibt es eben einen Konfigurator, wo man Prüfregeln einstellen kann. Und diese stehen dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin in der Apotheke dann sofort vor der Abgabe des Medikamentes zur Verfügung, so dass du dann entweder einen grünen Haken bekommst oder du kriegst irgendwie einen Hinweis. Du kannst eventuell auch nochmal chatten mit der Kasse und sagen, hier, pass auf, ich habe eine Einzelfallanfrage, solche Dinge, damit ich den Patienten nicht mehr wegschicken muss, wenn ich irgendwie ein Produkt habe ohne Pharmazentralnummer, weil es aus dem Ausland kommt, solche Dinge. Und das kann die Plattform. Würde Sie meine Frage direkt mal so anschließen, finden die Krankenkassen das cool oder wollen die das gerade so kompliziert haben, dass keiner durchblickt, damit sie schön retaxieren können? Sprich, wie geht ihr in die Gespräche rein und was erwarten die Krankenkassen vielleicht auch im Gegenzug? Ja, es war natürlich jetzt, das muss man sagen, als ich habe die Firma 2016 gegründet und man merkt, die Gespräche sind jetzt über die Jahre, haben sich tatsächlich verändert. Und das ist ein langer Weg tatsächlich gewesen, auch Überzeugungsarbeit natürlich. Und es kommt immer darauf an, mit wem man auch spricht. Das ist nicht so, dass wenn wir da hingehen und sagen, dass jeder sagt, ich finde das alles total super, was ihr da tut, weil natürlich dort der Aufwand in der Rezeptprüfung, den du in der Apotheke runterdrückst, der fällt ja natürlich auch auf dem Krankenkassensektor oder im Krankenkassenbereich weg. Und von daher war das ein bisschen Weg, aber wir haben tatsächlich wirklich ein paar oder innovative Leute gefunden, hier SBK zum Beispiel, die uns von Anfang an begleitet hat, Barmer AOK Plus, wo du sagst, du musst halt einfach Leute auch Visionäre finden und das war eben das und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eines der Plädoyers, die ich hier abgebe, öffnet den Geist, gibt überall gute Leute, das muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, ihr wollt die Ersten andocken und dann hoffen, es geht über die Ersten hinaus, dann können die anderen sich nicht mehr wehren, auch auf den Zug aufzuspringen. Weil es hat gar nicht Sinn, wenn alle dabei sind, ne? Ja, das ist sicherlich so und das habe ich, das ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung. Wir sind jetzt mit so einer B2B-Plattform gestartet und die Attraktivität für die Apotheke ist natürlich dann besonders hoch, wenn möglichst viele Versicherte von den Kassen, die ich auch tagtäglich betreue, irgendwie dort, sagen wir mal, involviert sind. Ja. Und was wir jetzt natürlich gemacht haben, das ist immer so ein mehrstufiges System. Und wir haben jetzt ja Kassen wie die TK dabei, die Barmer dabei, wir haben eine AOK Plus dabei, wir haben eine Bioaktiv dabei und die sind regional teilweise stark, teilweise sind sie in der Fläche stark tatsächlich. Und dann sagen wir, okay, fangt erstmal an mit der reinen Online-Zuzahlungsprüfung. Da gibt es auch sofort einen Effekt. Du hast also, wenn die Befreiungsfrage, das haben wir häufig in der Heimversorgung, wo gefragt wird, ist der zuzahlungsbefreit oder nicht, dann fehlt das, sagt der Patient, bin ich, ist aber kein Kreuz drauf, solche Dinge. Und damit kann man erstmal starten. Und dann haben wir den Kassen, weil wir haben gesagt, passt auf, Leute, gebt dem Apotheker doch eine verbindliche Zusage. Dann haben die natürlich gesagt, okay, wir gucken aber doch jetzt 10-12 Monate nochmal drauf, da kann ich auch noch ein bisschen was tun. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt einen Zwischenschritt rein und ihr gebt erstmal nicht eine verbindliche Zusage, sondern einen Hinweis lediglich, das ist ja auch schon mal was. Und das ist das, was wir jetzt gerade machen. Wir nennen das immer mal, ich glaube, ich habe da einen Begriff geprägt, nämlich die digitale Gymnastik. Alle laufen sich sozusagen warm. Okay. Und das ist das, was wir im Prinzip jetzt hier gemacht haben. Ich verstehe das auch, muss ich sagen, weil was wir natürlich festgestellt haben, wir bewegen uns in einem Markt, wo Leute übereinander reden, aber nicht miteinander. Und das ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung. Der eine bildet sich immer ein, von dem anderen möglichst viel zu wissen. Und jetzt schalten wir die zwei zusammen und sagen, Leute, hier könnt ihr mit einer Technik einfach zusammenarbeiten. Und das ist das, was wir eigentlich machen. Ja. Auch um dich auch mal mit ins Boot zu holen. Macht doch vielleicht Sinn. Inside Health, habt ihr Auswertungen auch oder macht ihr Auswertungen in Richtung, was so im Jahr an Retaxen den Apotheken so blüht im Schnitt? Gibt es da Zahlen zu? Weißt du sowas? Also was die Krankenkassen theoretisch daran verdienen, dass sie irgendwas nicht bezahlen müssen? Also in der Tat, bei den Retaxationen haben wir keine Zahlen im Moment aktuell in der Auswertung. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin seit Anfang, klar, ist ja logisch. Ich bin seit Anfang Februar bei Inside Health und habe mich mit sehr vielen Themen schon beschäftigt. Das ist in der Tat ein Thema, was ich da nochmal aufgreifen muss. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele Marktfakten auch. Zwei aktuelle Zahlen nochmal, um die Situation der Apotheken zu beschreiben. Wir haben jetzt in KW 21 einen Rückgang beim OTC-Absatz um 31% gegenüber dem Vorjahr.
Und im RX-Bereich sind wir bei -26% zum Vorjahr, was den Absatz angeht. Ja, das bedeutet, wir haben eine ganz interessante Phase irgendwie, wenn man das mal von größerer Entfernung betrachtet, was die Digitalisierung angeht. Denn die Corona-Krise hat der Digitalisierung ja einen enormen Schub gegeben. Das heißt, erstmal einen Schub bei den Verbrauchern, einen Schub bei den Ärzten, einen Schub bei den Apotheken. Alles wird ganz brutal nach vorne gepusht. Und deshalb finde ich, dass das auch Franks Produkt ist ja nur eine konsequente Lösung und ein Aspekt in diesem ganzen Digitalisierungsspektakel. Und es zeigt auch, dass es richtig ist, was Frank sagt. Es gibt ja gar kein Schwarz und Weiß und gar keine Seiten mehr eigentlich in diesem Markt. Wenn der Patient das Rezept digital auf dieser Oberfläche hat, ja, dann sind alle Dinge direkt in Echtzeit miteinander verknüpft. Und deshalb ist es natürlich auch nur logisch, alle Dinge direkt und in Echtzeit digital zu lösen. Immer natürlich mit dem Fokus des Patienten. Ball zurückgespielt zu dir, Frank, vielleicht. Hauke hat das Handy gezeigt. Scanex und E-Rezept. Was ist der Vorteil? Wie arbeitet ihr in Richtung E-Rezept, was die Rezeptprüfung angeht? Weil gerade dann wäre es ja wahrscheinlich noch mal einfacher, das im Vorfeld schon alles entsprechend auch prüfen zu können. Also das ist tatsächlich, wir haben, als wir anfingen mit dem Projekt, hat keiner über E-Rezept gesprochen. Wir haben das natürlich in unserer Logik schon irgendwie drin oder eingebaut gehabt, aber wir haben dort einen Heidenaufwand reingesteckt, um dort irgendwie einen Scanner zu finden, der netzwerkfähig ist, der auch einen Dual Stream machen kann. Also was wir zum Beispiel, was viele nicht wissen, ist, unsere Lösung kann einen ersetzenden Scan durchführen. Also du kannst das Rezept in der Apotheke einscannen, dann wird das mit einer elektronischen Signatur versehen und wir haben dann, da hat Kodak für uns einen sogenannten über einen Dual Stream eine spezielle Firmware programmiert. Das heißt, wir kriegen Schwarz-Weiß im Image, damit du es an die Kasse schicken kannst und du kriegst ein elektronisches Original dann, was du auch elektronisch abrechnen kannst. Und von daher haben wir das natürlich in unserer Logik schon drin, aber ehrlich gesagt, wir finden das total Mist, weil wenn ein E-Rezept kommt, dann brauchst du das Rezept gar nicht mehr in die Hand nehmen, da kann die Prüfung nämlich laufen, bevor der Patient überhaupt da ist. Und das ist eigentlich konsequent. Wir haben ja Apotheken, ehrlich gesagt, im Test, die haben am Tag 2000 Kunden und die sagen einfach ganz klar, weißt du, Frank, ich habe keine Zeit, mich mit Rezeptprüfung zu beschäftigen. Ich will nur, und das ist das, was wir denen auch sagen, ihr könnt zwei Dinge machen, beraten und verkaufen. Den Rest nehmen wir euch ab. Genau. Das ist wahrscheinlich auch dein Thema, Tobias, wenn du, ne, Ja, klar, gerade schon fleißig nickst, ne? ja, ich bin auch E-Rezept-Fan, weil ich glaube, dass viel, viel drumherum wegfallen wird, was uns heute wirklich sehr viel Arbeit macht. Und wenn man sich einfach vorstellt, dass der Patient in die Vorortapotheke seiner Wahl geht mit dem Rezept auf dem Handy und man weiß als Apotheker, aber das ist ja bereits geprüft, dass das Geld der Krankenkasse ist quasi im Rezept enthalten, Es kommt digital. auch sofort wahrscheinlich oder innerhalb von ein Und wie paar ich Tagen. abgebe und elektronisch signiere, ist das Geld der Krankenkasse unterwegs. Kann man so machen. Ja. Wie stehst du dazu, so unter uns Apothekern gesprochen, dass auch die Verfügbarkeit dann direkt mit abgebildet wird? Also ist ja Bitte eigentlich auch gerne. überhaupt gar kein Problem, ne? Also Rezept, E-Rezept ist geprüft, man weiß, was abgegeben werden kann, muss und die Verfügbarkeit wird entsprechend gegengecheckt. Ja, sowieso. Also wenn ich jetzt ein E-Rezept machen müsste, dann würde auch der Arzt ja wissen, welches Produkt ich aufschreiben darf, bei welcher Krankenversicherung. Und nicht wie heute, dass man in der Apotheke, dass der Patient in der Apotheke aufschlägt und man dem erst erklären muss, warum das gerade nicht geht. Also es fängt ja für mich noch viel früher an, das E-Rezept, nämlich das alles auch beim Arzt implementieren. Und so wie der die Krankenkassenkarte des Patienten einliest oder wie auch immer, weiß das System auch, womit darf ich den Patienten eigentlich jetzt therapieren und womit nicht. Das muss der erste Schritt sein. Und im Idealfall sogar ist da auch schon die Verfügbarkeitsabfrage Also enthalten, die dass der Verpflichtung Arzt. eher noch vorzulagern, nicht, dass wir Logisch. in der Verpflichtung sind, es zu prüfen, Ja, sondern das sonst schon hast du beim ja nicht Aufschreiben. Einzellösung, das kann es ja nicht sein. Ne? Weil da ist erst die Chance, das ganz, ganz vernünftig zu machen, dass der Arzt weiß, was er darf, dass er das sogar auch tut, dass wenn dann wenn der Arzt beim Aufschreiben oder beim Eingeben, dass da auch schon die Verfügbarkeit meinetwegen bundesweit abgefragt wird, gibt es das überhaupt oder ist es nicht lieferbar Status? Und dass wenn der Patient in die Apotheke kommt oder sein Rezept zu uns schickt, online, da ist einfach im Hintergrund alles getan. Das ist ja eine Traumvorstellung für uns Apotheken. Ne? Also jeder der Apotheker weiß ja, was man zu tun hat mit dem ganzen Kram und mit Ärzten und Rückrufen und. Ja, Hauke, du zeigst Fallen auf, sehr gut. Was? Ja, ich
möchte immer noch mal bei der ganzen Euphorie im Moment auch ein bisschen auf die Bremse treten, weil es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich jetzt bei IKEA in München nachschauen kann, wie viel Kallax Schränke sind da auf Lager. Ja, es ist aber immer noch ein Unterschied zwischen einem Möbelstück und einem Medikament. Mhm. Deshalb bin ich immer dafür, dass wir auch das immer kritisch alles betrachten, was an Plattformgedanken und an Features dort entwickelt wird, ob das auch wirklich in diese Apothekenwelt passt. Weil wir haben eben ein anderes Produkt als das, was im Supermarktregal steht. Und dann müssen wir immer, glaube ich, sehr, sehr fein darauf achten, dass wir die Akteure, die Leistungserbringer, die Apotheken auch wirklich abholen, da wo sie stehen. Denn die Branche wird jetzt durch Corona nochmal verstärkt eigentlich in einer extrem kurzen Zeit ins digitale Zeitalter katapultiert. Und vieles, was woanders selbstverständlich ist, kann man nicht innerhalb von Monaten einfach irgendwo den Apotheken aufzwingen und sagen, ihr müsst das jetzt machen und wenn nicht, dann ist das nicht gut. Ja? Das Tempo muss dosiert sein. Ich gebe dem Tobias in allen Belangen eigentlich recht, aber es muss eben auch dosiert sein von der Umsetzung von der Geschwindigkeit. Aber meinst du, dass das die Apotheken überfordert? Also wir reden ehrlich gesagt mit ziemlich vielen Apotheken über die Jahre auch jetzt, verschiedene Workshops. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht das Gefühl, dass die Leute überfordert sind. Es ist vielleicht eine Frage der Option. Das ist irgendwie, du sagst, okay, ich könnte das machen, das machen, das machen. Worauf muss ich mich jetzt konzentrieren? Dass die Leute aber nicht die Ideen haben oder sagen, nicht die Bereitschaft. Das merke ich zumindest nicht. Es ist eher eine Frage der Priorisierung. Wo steige ich denn jetzt mal ein? Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Thema. Und dass man sich annähert, ich gebe dir bei einem Punkt tatsächlich recht. Ich habe das Gefühl, gerade deswegen wollte ich mal auf die Zusammenarbeit mit Kassen eingehen. Die verändert sich ja gerade. Wenn ich jetzt die Kollegen von Noventi anschaue, die mit der TK zusammenarbeiten, das NARZ macht das, oder die Aprosoft-Leute, dann Optika mit der DAK und AOK Hessen und so weiter. Ich glaube, da kann man noch ein paar Beispiele nennen. Das ist, erinnert mich so ein bisschen wie 2008, da habe ich in die Pharmaindustrie gewechselt, da haben alle mit Rabattverträgen angefangen. Wenn du da hingegangen bist und du hast so einen Rabattvertrag verhandelt, dann war das irgendwie sehr distanziert. Und über die Jahre ist dann trotzdem, kann man sich in die Augen schauen und man kriegt ein gegenseitiges Verständnis. Und ich glaube, was mir tatsächlich wichtig ist, bei allen Plattformen, die jetzt hier diskutiert werden, ich glaube, es ist gut, mal den einen oder anderen Apotheker oder PTA tatsächlich, sich ausdrücklich betonen, tatsächlich mitzunehmen zu den Leuten, um dann auch zu Kassen tatsächlich, um zu sagen, okay, wie sieht's denn eigentlich aus, um gegenseitiges Verständnis zu erzeugen? Weil ich habe tatsächlich gleich noch einen Punkt, weil das ist das, was uns zum Beispiel Kassen immer sagen, ich gebe jetzt hier eine Entscheidung über eine Erstattung, vielleicht in Echtzeit tatsächlich. Aber wie wird denn dann in Zukunft über mich kommuniziert? Also angenommen, du hast jetzt mal eine Ablehnung, kann ja auch passieren an dem einen oder anderen Fall, ne? Wie gehen wir eigentlich damit um? Und ich glaube, da muss man so ein gegenseitiges Verständnis einfach erzeugen auf der einen oder anderen Seite. Und das kriegst du eben nur hin, wenn du FaceTime hast, also dich ab und zu auch mal triffst. Du meinst, dass die PTAs, die Apotheker, dann über die Kassen herziehen am HV-Tisch, weil die Ablehnung kommt, das ist halt, der rote Haken ist und nicht der grüne? Das ist die Sorge, die Kassen natürlich an der einen oder anderen Stelle haben und was ja auch, ich sag mal, das ist ja auch Frust, weißt du, da steht der Patient, dann kriegst du dort vielleicht ein rotes Kreuz statt einen grünen Haken oder sowas. Und die Frage ist, wie geht man dann in der Situation damit um? Und ich glaube, das ist was wir jetzt gerade versuchen, da wo wir Apotheker und Kassen zusammenschalten, sagen, Leute, wie können wir das eigentlich lösen? Weil du wirst ja nicht in jedem Fall die positive Situation haben. Es wird bei 99,5% der Fälle wird sein, grüner Haken, fertig, abgeschlossen. Aber wie gehst du eben mit den Einzelfällen um tatsächlich, die du ja jetzt auch hast an der einen oder anderen Stelle, und was passiert eigentlich, wenn das in Echtzeit tatsächlich passiert? Ne? An die Krankenkassen nicht auch irgendwie doch so ein ganz klein bisschen die Hoffnung, dass es dadurch schneller auch für ihre Kunden, für ihre Patienten geht? Weil wenn ich teilweise sehe, was wir da für ein Zimmelümmel im Hintergrund machen und wie lange das teilweise dauert, wie frustriert dann auch natürlich der Patient, der Kunde, der Krankenkasse vor allen Dingen ja auch ist, weil wir da nicht so weit wirklich weiterkommen und zig Leute sind damit beschäftigt, macht ja irgendwie auch nicht wirklich Sinn. Also ist am Ende ja vielleicht auch eine Kostenersparnis für die Krankenkassen, also für alle Seiten. Ne?
Naja, und du darfst, das ist nochmal deine Frage eben, wie hoch ist die Summe der Retaxation? Ne? So, die liegt irgendwie bei 0,2% oder sowas. Da kommst du auf, sagen wir mal, eine schwarze Null in dem Verwaltungsprozess, wenn du die Kosten gegenrechnest. Und das heißt aber, wir reden hier niemals nur über die Kostenersparnis, sondern es geht tatsächlich auch darum, wie können wir natürlich gemeinsam mit Apotheken Versorgungsmodelle bauen, damit unsere Versicherten was davon haben. Weil ich glaube, was häufig noch nicht so klar ist, der Patient ist der Kunde des Apothekers und der Kunde der Krankenversicherung. So, und das glaube ich, das ist auch, und da merken wir, das ist tatsächlich auch eine andere Art der Diskussion, die sich jetzt über die Jahre hier entwickelt hat. Und deswegen sehe ich da großes Potenzial, ehrlich gesagt. Weil die Kassen das Das ja ist nicht ja, so gesehen haben. auch, sorry, Steffen, aber das ist genau der Punkt, was Steffen gerade sagte. Und dieser Kunde, der rutscht mit dem Ding hier, ja, in den Fokus aller Beteiligten und da, der hat Echtzeit beim Rezept in Zukunft. Der hat Echtzeit, ja. Und deshalb müssen natürlich auch die Prozesse der Dienstleister, der Apotheke und auch der Kostenträger müssen sich in Echtzeit umsetzen lassen und zur Verfügung stehen. Aber der Weg dahin, das ist ein großes Umdenken auch in der täglichen Arbeit in den Apothekenteams. Tobias und Steffen, ihr habt ja selber Apothekenteams. Ihr wisst ja, wie der Workflow heute in der Apotheke ist. Der ist sehr analog, der ist fokussiert auf gewisse technische Einrichtungen wie die Warenwirtschaft. Ja? Und jetzt kommen auf einmal, auf einen Schlag, von allen Richtungen ganz, ganz viele neue Dinge dazu, die vielleicht in der Oberfläche deiner Warenwirtschaft noch überhaupt keinen Button haben. Und auf einmal müssen die Leute ein Smartphone benutzen, das Fax sowieso noch überwachen, dann müssen sie in den Browser gehen, dann Aber müssen sie sich da c'est la vie, anmelden. Paul, Ja, so ist es doch. c'est la vie, ganz genau. Das ist der Punkt. Nur was wir so einfach sagen, dass wir umdenken müssen und das E-Rezept kommt und der Verbraucher hat auf einmal die Macht. Ja, der hat den Fokus und darauf müssen wir uns fokussieren. Aber das Ganze umzudenken und in diese Richtung zu lenken, das ist nicht einfach. Ich gebe dem Frank aber völlig recht. Auch ich habe immer wieder in meinen Gesprächen mit Apothekerinnen und Apothekern erlebt, dass die überhaupt nicht verschlossen sind den Innovationen gegenüber und den Veränderungen gegenüber. Aber die wollen ein einfaches Produkt haben, wo du ihnen den Knopf zeigst, wo du dann drauf drückst und dann wird ein Problem gelöst. Und so müssen Produkte aufgebaut werden. Und deshalb ist das immer das Wichtige, dass die Verzahnung stattfindet. Der Frank hat ja recht, die Leute müssen viel, viel mehr miteinander reden, und zwar alle Beteiligten, weil eben der Patient demnächst, ich kann immer nur wieder das Ding hier heben, hat das E-Rezept hier drauf. Ja? Und das verlangt nach völlig neuer Kommunikation zwischen den ganzen Akteuren, damit die Apotheke eben diese einfachen Produkte, die per Klick funktionieren, auch zur Verfügung hat. Ja, welche Schwierigkeit liegt eigentlich daran, Frank und vielleicht auch Tobias, das, was ihr momentan macht, Frank, jetzt auch schon in die Warenwirtschaften hervorragend so reinzukriegen, dass selbst wenn die Krankenkasse es nicht checken kann, warum kriegt man das nicht ausgelagert? Wo liegt die Schwierigkeit? Also natürlich haben wir Prüfungsrituale in unseren Warenwirtschaftssystemen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobias. Also wenn ich mal ein paar Wochen nicht so wirklich sehr HV-aktiv war, muss ich mich da erstmal wieder reinfinden, wo ich jetzt überall drücken muss und welchen Vertrag ich auswählen muss, finde ich eine absolute Katastrophe. Warum kriegt man das nicht auch, was ihr da macht, in die Warenwirtschaft? Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir kriegen die Krankenkassen gerade dann nicht dazu, die brauchen da was, warum kriegen wir die Warenwirtschaftssysteme nicht irgendwie dann so intuitiv bedient, dass es uns erleichtert wird? Weil das geht ja nicht nur mir so, also meinem Ich habe Team die eher als geht es auch verschlossen so. kennengelernt, die Warenwirtschaftler, ne? Okay, also auch da ist es eher das Thema, dass die Warenwirtschaft Die nicht schlecht Stelle. ist, so dein Thema. Frank, wie hast du die Warenwirtschaftssysteme kennengelernt? Weil die machen ja durchaus was. Ja. Nur Was? was. Ja. Also ich Also finde, ich habe Hauke. nicht erlebt, dass die ein großes Ohr dafür hatten, was ganz sinnvoll wäre. Die kochen alle ihr Süppchen, haben ihr Programm und ihren Plan. Aber ich weiß nicht, vor wie vielen verschlossenen Türen ich schon gestanden habe, wenn ich einen Wunsch hatte. Dann heißt es, ja, nee, das wollen ja andere nicht haben. Das mag ja sein, aber ich hätte es gerne. Und die machen das, was sie für richtig halten. Also ich habe noch nicht erlebt, dass die
groß hören, was wir für sinnvoll erachten. Ich glaube, alle Apotheken würden laut aufschreien, wenn die Abrechnung einfacher wäre. Gerade auch die, wenn ich an die Hilfsmittelabrechnung denke, da mache ich schon ganz zu. Natürlich haben da die Abrechnungszentren, Hauke, da kannst du ja vielleicht auch noch mal einen Satz aus der Vergangenheit sagen. Schöne Lösung dann schon entwickelt mit Scannen und so, aber es ist ja alles im Nachgang. Also Alles da nachgelagert, ist das ne? Kind ja schon gelaufen. Also wenn ich dann im Nachgang merke beim Scannen, ja gut, hättest du irgendwie anders machen müssen, bringt mir ja in der Sekunde auch nicht wirklich was. Also deshalb ist die Idee ja Ja. wichtig, das so früh wie möglich letzten Endes zu erkennen. Wir sehen jetzt ja, wo wir uns damit beschäftigen, dass das Muster 16 bald weg ist, sehen wir ja an ganz vielen Stellen, was das auch für Vorteile hatte früher. Ja? Und an ganz vielen Stellen sehen wir, was es für Nachteile hat. In der Abrechnung, gerade bei Hilfsmitteln, da haben wir ja früher, also als ich noch beim Rechenzentrum war, haben wir ja sehr viel gemacht, auch eine ganze Hilfsmittelabteilung aufgebaut. Und haben dort auch digitale Hilfestellung geleistet. Aber solange dieses Papier eben da ist, das Muster 16 die Basis ist für die Abrechnung, wird sich da natürlich nichts dran ändern, weil du musst dieses Papier erstmal digitalisieren. Da sind die Prüfungskreisläufe für die Apotheke sind schon deutlich besser geworden mit dem Lauf der Jahre. Aber das hat alles nicht, kann alles nicht die Performance haben, die uns das E-Rezept geben wird. Und weil, wie gesagt, wenn alles digital ist, die Digitalisierung der Muster 16 Rezepte findet ja immer erst im Folgemonat statt, wo das Ding in der Apotheke abgegeben worden ist. Ja? Insofern diesen Zeitversatz, den kann man mit dem Papier Muster 16 nicht lösen. Das geht nur, wenn das E-Rezept da ist. Ja, Und welche, ich. sorry, wer hatte, ich habe es nicht mitbekommen. Frank, glaube ich, ne? Frank? Frank wollte was. Genau, also ich glaube, das ist ein bisschen vielschichtig. Das eine ist, Hauke, weil du gesagt hast, da muss ein zusätzlicher Knopf rein oder sowas. Mein Eindruck, es sind zu viele Knöpfe am HV-Tisch, ehrlich gesagt. So, ohne da jetzt selber das groß bedienen zu müssen. Das andere ist natürlich, du hast ja die Herausforderung und das sehen wir auch, das haben wir beim Thema SSB zum Beispiel mit verschiedenen Apothekern diskutiert. Die Leute, es gibt Leute, die die Verträge verhandeln, es gibt Leute, die die technisch umsetzen müssen und es gibt die User. Und das ist eine sehr große Diskrepanz, ne? So, und was wir immer, was uns die Leute sagen, was mit unserer Plattform verbunden ist, eine vertragliche Klarheit herzustellen. Das heißt also, ich habe hier einen Vertrag mit den Regeln, die dann auch gelten und die sind von beiden Seiten abgenommen. So, und da gibt es keine Interpretationsspielräume mehr. Das ist ja auch das, was die Leute verunsichert. Du stehst jetzt da am HV-Tisch, da sind drei Kunden vor mir, ich muss schnell irgendwas machen, dann übersehe ich logischerweise irgendwas. Das liegt natürlich am Muster 16, ist auch klar. So, und dann, so, und dann gibt es also ganz, ganz, und dann kommt 6, 8, 10, 12 Monate später kommt die Kasse und sagt, hier hast du einen Fehler gemacht oder sowas. Und das liegt an der Systematik des Prozesses, aber auch an dem Thema, wie gestalten wir eigentlich Verträge und wie kriege ich das in die Software übersetzt? Das ist, glaube ich, ein Thema und das ist eben das, was wir sagen. Die Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit muss getroffen werden, wenn der Patient vor dem HV-Tisch steht und ich ihm das Produkt übergebe. Sobald ich dem das ja übergeben habe und der hat die Apotheke verlassen, ist alles zu spät. Die Verträge werden ja üblicherweise, denke ich mal, von den Verbänden gemacht. Ne? Inwiefern sprecht ihr eventuell auch mit den Verbänden, dass da Druck gemacht wird, entsprechende technische Lösungen halt umzusetzen, weil die würden uns das Leben in den Apotheken vereinfachen, weil ich sehe das sehr ähnlich. Wobei ich immer denke, die Leute, die da mitverhandeln, haben meistens auch Apotheken. Warum kommen die nicht selbst auf den Trichter, dass das in der Praxis nicht unbedingt so wirklich einfach ist, weil sobald der Druck steigt, in den Apotheken, weil einfach die Kundenfrequenz entsprechend da ist, habe ich keine Zeit, dann noch mir 30 Knöpfe anzugucken und zu schauen, habe ich jetzt gerade in der Sekunde den richtigen gedrückt. Ich möchte da möglichst schnell durchkommen, weil dahinter die Leute halt einfach am Warten sind. Redet ihr mit Verbänden um die Ja. Frage nochmal, sind die offen dafür, ähnlich offen wie die Krankenkassen und Warenwirtschaftssysteme oder ein Ticken offener? Also ich hatte sehr gute Gespräche tatsächlich mit Vertretern von Landesapothekerverbänden. Morgen tatsächlich, ich habe letzte Woche wieder eine Anfrage bekommen. Morgen ist wieder ein nächstes Gespräch, die da interessiert sind. Was wir machen, wir stellen Technologie zur Verfügung. Wir können Geschäftsprozesse organisieren. Inhaltlich muss das von den Profis kommen. Und es sind natürlich Leute, die entweder aus der Apotheke kommen oder die eine haben und dort eine politische Funktion übernommen haben. Und von daher ist das für uns spannend tatsächlich, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich ganz sehr gute Möglichkeiten. Und wir verschließen uns da nicht. Wir finden das im Gegenteil eigentlich ganz gut, ja.
Ja, braucht ihr die nicht sogar, um am Ende des Tages schneller auf die Straße zu kommen? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also das ist ja jetzt, wenn du es rein ökonomisch betrachtest, kann die Kasse natürlich hinten in 10 Monaten eine Entscheidung treffen und dann sagen uns die Apotheker, gut, Hauptsache ich habe einen grünen Haken, der Rest ist mir egal. So, aber es gibt eben Lösungen oder Verträge, die in der Fläche einfach Sinn machen, so wie jetzt, was jetzt zwischen Apotheken und Krankenkassen vereinbart ist. Und wenn wir jetzt gerade an regionale Versorgung denken und so weiter, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, mit Vertretern zu sprechen, die einfach eine große Anzahl von Apotheken repräsentieren, weil du natürlich dann auch, sage ich mal, eine andere Performance natürlich herbekommst. Ich glaube, das ist rein technisch gesehen, brauchen wir das nicht für den Marktzugang. Das weiß ich noch nicht so genau, kann man nicht so sehen. Aber ich glaube, es gibt spannende Themen. Wir reden mit jedem, der innovativ nach vorne denkt. Das ist uns wichtig. Was würdest du dir da wünschen, Tobias, um den Ball mal zu dir zu spielen, aus Apotheker? Ich grübel gerade schon. Was machst du? Ich grübele gerade schon. Ich habe wahrscheinlich Google gerade schon. Nee, da hast du mit Hauke ja auch mal drüber gesprochen, ja. Ne? Ja. Weil bei uns im Bereich Cannabis das Thema Retax schon bedeutend sein kann. Viele handgeschriebene Rezepte, BTM-Rezepte von Ärzten, nur schwer zu entziffern. Und da gibt es Retaxe, ne? Und das ist dann eben vierstellig bei einem Rezept schon mal. Mehr Rezepte kann man sich dann vorstellen. Das hat was mit Liquidität zu tun, das ist sehr teuer, man baut das Warenlager auf. Das Retax-Risiko besteht, die Ware ist schnell verfallen, also es sind viele Unwägbarkeiten. Und wenn man da natürlich mit so einem Modul wie vom Frank einfach ansetzen könnte bei der Abgabe und weiß, das ist alles richtig, hat seine Richtigkeit, da kommt nichts mehr. Hm. Das ist doch super, da mache ich einen Haken dran und muss nicht diskutieren. Das bindet ja alles auch Personal am Ende, ne? Ja. Und das ist alles personalintensiv heutzutage, alles immer mehr. Und alles, was dazu führt, dass meine Leute sich um pharmazeutische Beratung kümmern können, das begrüße ich. Und das, für mich liegt das, ist das immer, es klingt für mich immer alles so einfach, ne? Das wird verordnet, das soll es sein, das kann man digitalisieren, warum macht man es nicht einfach? Ne? Mhm. Ich finde das immer sehr anstrengend, dass alles so, dass man da hinterher arbeiten muss. Dann gibt es ja die Diskussion und wer war das? Warum hat man mit dem Arzt nicht gesprochen und so weiter und so fort. Deswegen, Frank, ne, unterhalten wir uns mal drüber. Das, was ich mir Hauke überlegt hatte, geht nicht mehr, Job gewechselt. Du musst irgendwie runterbrechen. Dafür haben wir ja den Frank. Dafür haben wir den Frank, als wir geredet haben. Du hast ja nicht für alles. Ne? Ja, ja. Sagst, ich habe jetzt hier das Wunderprodukt und ja. Aber inwiefern könnte denn die Lösung bei handschriftlichen Rezepten, wo du das Problem sagst, das ist vielleicht Auslegungssache, Lesungssache, oder was ist da die Begründung? Wie könnte die Technik da helfen? Also liest die Technik besser als wir, als die Kasse? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das macht ja, wir haben ja vielleicht auch einen Ansatzpunkt über die Gematik, die Struktur des E-Rezepts, wo ja das die Gematik in ihrer Roadmap hat, ja das sogenannte Comle integriert. Comle steht ja für die sichere Kommunikation zwischen den Leistungserbringern. Und ich glaube, dass der Tobias, du hast eine ganz wichtige Sache angesprochen, nämlich dass wir die neue Welt, die neue Struktur auch dafür nutzen, Alltagsprobleme zu lösen in der Warenversorgung. Das betrifft einmal Spezialgebiete wie das Cannabis, was eben als Produkt sehr, sehr hohe besondere Anforderungen hat im Handling. Aber das kann ja auch Bereiche betreffen, wo bei den Apotheken richtig Schmerzen sind. Nur mal ein Stichwort, kontingentierte Artikel. Mhm. Ja, wir haben demnächst eine digitale Infrastruktur zur Verfügung, wo wir uns mal dem Thema kontingentierte Artikel und auch dem Thema Lieferengpässe auch mal systematisch nähern können. Weil mit der Digitalisierung gibt es völlig neue Ansätze, auch diese wirklich, wirklich dringenden, schmerzenden Probleme zu lösen, anzupacken. Wir haben es ja gesehen in der Corona-Krise, was passiert ist. Ja, das BfArM hat, das war das hydroxychloroquinhaltige Medikamente kontingentiert. Jetzt habe ich den Faden sogar da verloren, weil es war so viel, was da passiert ist. Da wurden Medikamente kontingentiert, weil sie, ich sag mal, missbräuchlich abgegeben worden sind in der Apotheke oder verordnet worden sind oder sogar von Ärzten geholt worden sind in der Apotheke, ja. Und wir haben ja ganz neue Möglichkeiten, solche Effekte dann zu beobachten, auch
in einer viel engeren Taktung zu überwachen. Da kommen wir dann als Marktforschungsunternehmen natürlich mit ins Spiel, weil auch wir bekommen ja Rezeptdaten in der Auswertung immer erst mit einem Monat oder sogar anderthalb Monaten Zeitversatz. Das bedeutet, hast du die digitalen Rezepte, Verordnungen, diese Trends auch enger in der Taktung zur Verfügung, diese Daten, kannst du auch viel schneller Auswertungen fahren. Und wir können, glaube ich, ganz neue Probleme anpacken, alle miteinander. Da sind wir wieder beim Frank, der sagt, wir müssen alle miteinander reden. Ja, das müssen wir viel, viel enger tun und viel, viel mehr tun, weil die neue Struktur versetzt uns in die Lage, noch ganz andere Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Ich muss einen Finger heben. Also ich bin da beim Thema Datenschutz, ne? Wir haben uns tatsächlich, deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen, wenn du Analysen und so weiter, da muss man natürlich gucken, erstens, wo liegen die Daten, wer hat sie erhoben, wer darf sie überhaupt verarbeiten, solche Sachen, wie aggregiert sind sie oder sind sie pseudonymisiert, solche Dinge, das denke ich, ist auf jeden Fall wichtig. Das, was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben uns streng am Paragraph 300 orientiert. Das heißt also, wir haben eine hoheitliche Aufgabe digitalisiert, damit wir zum Beispiel nicht die Zustimmung vom Patienten benötigen, damit der Apotheker, das ist also per Gesetz geregelt, und wir haben nur rein Technik einfach verwendet, um das Ding irgendwie umzusetzen. Und wenn man da irgendwas anderes macht damit, dann muss man das tatsächlich nochmal neu durchdenken und sich vertraglich und datenschutzrechtlich auch anschauen. Tatsächlich. Also, weil das ist natürlich auch immer so, alle sagen, okay, Echtzeitinformationen, dies und jenes, da kann ich viel machen. Und das ist auch tatsächlich so. Aber wir haben jetzt fast 60 oder über 60.000 Entwicklerstunden investiert, um den Datenschutz hier auch sauber mit abzubilden. Das ist ein wesentlicher Teil davon gewesen. Und von daher ist das, glaube ich nochmal, da bin ich immer so ein bisschen, und wir sind da auf Verdacht bei solchen Dingen. Aber ansonsten gebe ich dir inhaltlich natürlich recht. Das ist lösbar, Frank. Das Thema Datenschutz ist wichtig. Das muss auch immer angesprochen werden, aber das ist einfach lösbar. Mhm. Wir haben ein Prozessdatenvolumen von 100 Terabyte per anno. Es ist alles über teilweise doppelte externe Trust-Center-Konstruktionen abgesichert. Die Daten sind pseudonymisiert, anonymisiert. Mhm. Da ist alles, also noch mehr Sicherheitsstufen gibt es eigentlich gar nicht. Und trotzdem, aufgrund der großen Datenmenge, je mehr Data, Big Data du hast, desto besser sind die Analysen und desto besser sind die Prognosen. Ich wollte dich ein bisschen aus der Reserve locken jetzt. Okay. Ja. Okay, das heißt, ihr von Inside Health hofft auch, dass ihr durch das E-Rezept schneller an eure Daten kommt. Vielleicht sagst du da, weil da kam auch eine Frage schon in der Facebook-Gruppe, wo erfasst ihr die Daten? Das ist keine deutschlandweite Vollerfassung, sondern ihr habt bestimmte Panels. Wo kriegt ihr die Daten her? Vielleicht sagst du da nochmal einen Satz zu. Und habt ihr die Hoffnung darauf, schneller an Daten zu kommen, um noch näher am Trend am Ende des Tages analysieren zu können? Also das wird ja nicht nur uns als Marktforschungsunternehmen und als Big-Data-Dienstleister betreffen, alle Akteure werden die Daten in Echtzeit zur Verfügung haben. Und das Wichtigste ist nochmal, ich muss es leider noch einmal tun, ja? Ich muss nochmal das Ding heben. Das ist aber auch schön. Dankeschön, ja. Ich bin ein Android-Fan, du benutzt ja leider noch Apple-Produkte, ja, deshalb. Aber nein, das ist eine andere Diskussion. Nochmal, der Patient bekommt das Rezept hierhin. Und der kann damit in Echtzeit machen, was er möchte. Der kann es per Klick zum Versandhändler schicken oder der kann es per Klick zum Tobias schicken. Ja? Die Aufgabe für die öffentliche Apotheke ist doch, heute sofort die Verbindung hierhin herzustellen. Das ist ganz wichtig. Und die Apotheke vor Ort hat heute schon dutzendfache Möglichkeiten, sich hierauf zu positionieren beim Verbraucher. Nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein guter Freund von mir hat eine Apotheke in Köln. Der hat gesagt, er hat sich bei Zava registriert. Ja? Bei Zava ist ein telemedizinischer Anbieter und der hatte sich registriert und eine Stunde später hatte er das erste E-Rezept. Das bedeutet, diese Kanäle, die funktionieren auch. Die Apotheken müssen es tun. Sie haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und die Resultate daraus, dass die Daten da sind, da müssen wir Dienstleister, auch die Warenwirtschaften, die Rezeptabrechner etwas draus machen, was der Apotheke hilft, sich besser mit dem Kunden auseinandersetzen zu können. Ich habe den Chat ein bisschen verfolgt. Da geht es zum Beispiel auch um das Thema Warenverfügbarkeit. Und die Frage kommt, ja, muss ich jetzt von allen Rabattverträgen jedes Produkt vorrätig haben? Das sind alles auch Fragen, die sich mit Big Data auch lösen lassen können.
ja, dass eben Prognosen da sind, denn nicht jede Apotheke, nehmen wir mal eine klassische Apotheke mit 2,5 Millionen Nettoumsatz, 80% der X-Anteil, die Point of Sales sind ja auch limitiert von ihrem Platz. Das heißt, wenn wir einen weiteren Rückgang von Apotheken haben, dann werden die übrig gebliebenen Apotheken, die haben ja nicht auf einmal dann 50 Quadratmeter mehr zur Verfügung für noch mehr Lager. Das bedeutet, es muss ja alles effizienter werden. Und diese Effizienz lässt sich durch Daten, die schnell zur Verfügung stehen, und dann durch Big Data, wo wir Analysen und Prognosen daraus machen können, lassen sich auch schneller hilfreiche Produkte entwickeln. Ja, habe ich zwei Fragen. Eine an Tobias, um ihn nochmal auch mit reinzuziehen. Wie schaffst du es, dass du derjenige bist, wo das E-Rezept landet? Also Haukes Handy schickt das E-Rezept zu dir und nicht zu Doc Morris. Hast du schon Wege für dich gefunden, um da, ja, ich sag mal, möglichst präsent zu sein? Was gibst du uns für Tipps? Wir haben letztes Jahr umgebaut, die Kristallapotheke. Ich rede jetzt über die Kristallapotheke. Mhm. Und da war Maßgabe. Also wir haben ja auch Versand gemacht eine Zeit lang und festgestellt, dass die Leute gar nicht nur da kaufen, weil es billig ist, sondern weil sie denken, sie kriegen da alles, was die normale Apotheke nicht hat. Okay. Das ist ein Fehlglaube, aber ist auch ein Kommunikationsfehler der stationären Apotheke. Ne? Man sieht ein bisschen Vichy, Automol, Aspirin und Kripostat. Wenn ich online gehe, sehe ich alles. Mhm. Das ist ein schweres Defizit der örtlichen Apotheke. Und wir haben uns jetzt darauf fokussiert, wir haben den größten Rover genommen, den wir reinkriegen konnten, und gehen voll auf Warenlager. Und das kommunizieren wir auch über, nicht über eine digitale Sichtweise, da bin ich kein Fan von, aber wir haben schon Bildschirme, wir haben eine Videoleinwand und wir kommunizieren Warenverfügbarkeit und sofortige Verfügbarkeit und sofortiger Lieferdienst. Das Einzige, was der Versand nicht kann, ist am gleichen Tag liefern oder kann er noch nicht. Mehr habe ich nicht zu bieten gegenüber dem Versand. Ne? Also eine persönliche Note vor Ort, Zava natürlich mitmachen, alles, was online irgendwie geht, sich versuchen zu positionieren, jetzt schon auch. Bin wirklich kein Instagram-Fan, aber hilft ja nichts. Ne? Also da muss man irgendwie mitspielen und sich ausprobieren. Das ist das Einzige, was am Ende vielleicht funktionieren kann. Ne? Also erstmal irgendwie überall mitmachen, nachher vielleicht ein bisschen filtern. Aber jetzt und nicht dann, wenn es losgeht. Ne? Ja, wie kommunizierst du vor allen Dingen die Verfügbarkeit, wenn du sagst, das ist so bei der Kristallapotheke das Thema gewesen? Was ist Kommunikation da für dich? Du bringst noch die Leinwände drauf. Ohne aber den gar nichts. Das wäre jetzt für dieses Jahr der Plan gewesen. Okay. Wir sind allerdings in Kurzarbeit und haben andere Probleme als Markt. Eine Hürthpark, ja. Shopping Center, das ist gerade nicht so. Okay. Ach, die ist im Hürthpark, die Kristallapotheke. Genau. Okay. Mhm. Also ein klassisches Center, sage ich mal, ein bisschen anders gebaut als übliches Center, aber ansonsten sehr einkaufslastig, ne, die ganze Ecke. Ja. Total. Ja. Uns fehlt jetzt die Frequenz, ne, und klar, da ist nichts drumherum. Die nächste Werbekampagne, Marketing wird sein, wie auch immer die aussehen mag, Verfügbarkeit und Warenlager und jetzt hier alles sofort. Mhm. Okay, aber den Aspekt fand ich interessant. Das kommt aus deiner Erfahrung dann mit deinem Online-Versand, dass die Apotheken nicht nur aufgrund des Preises dort kaufen, sondern Verfügbarkeit. Finde ich ein spannendes Thema, ja, habe ich so bis dato auch noch nicht. Von, ja, meine damals 17-jährige Tochter hat vor unserer neuen Homepage gesessen damals. Und dann sagst du, ja, probier aus, mach mal, kauf mal. Dann hat sie mit 17 Jahren für über 70 Euro eingekauft in der Versandapotheke. Wimpernbooster, ja, die geht ja nicht in die Apotheke und fragt nach Wimpernbooster. Hat sie da aber gesehen. Fellpflege für einen Hund, Vitamine für einen Hund, ja. Das jenes, zack, war die bei 70 Euro. Ja, also, genau, Warenpräsentation, Verfügbarkeit und so. Online-Shop, wunderbar über Kategorien, Suchmaschine, dies, das, jenes, kann ich ein bisschen stöbern. Das hat mir schmerzlich die Augen geöffnet, ne, dass wir da in der stationären Apotheke weit, weit hinterherhinken. Ja, und Tobias, vor allen Dingen, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Die ersten oder die jüngsten selbstständigen Kunden in der Apotheke sind junge Frauen, weil die bekommen die Pille. Ja? Die sind 15, 16, vielleicht sogar teilweise noch jünger. Jetzt mache ich wieder meine klassische Bewegung. Ne? Was haben die? Die haben das. Ja? Jetzt erklär doch bitte mal einem 15-jährigen Mädchen die analoge Apothekenwelt. Naja. Ja, und warum soll die zu jemandem hingehen, die Pille abholen? Nachher steht noch ein Mann vor ihr, ein alter Sack wie wir, sage ich jetzt mal in der Runde. Also da ist das Handy natürlich extrem nah. Das ist gar nicht so das Problem. Aber wenn du in dem Alter hier nicht präsent bist, und dann existierst du eigentlich nicht. Ja? Und wir
können das Nachfrageverhalten nicht immer an den 79-jährigen Stammkunden festmachen. Auch das ist aber ein ein Trugschluss, denn 21% der Zielgruppe 55 plus bestellen regelmäßig RX-Medikamente im Internet. Ob die das jetzt selbst bestellen oder ob das der Enkel für die bestellt, ja, das ist ja jetzt völlig egal. Aber Online-Bestellung oder digital in der Arzneimittel unterwegs zu sein, das ist kein Thema für nicht nur für junge Leute. Die müssen natürlich als erstes abgeholt werden. Aber das betrifft eben alle Menschen. Alle sind digital unterwegs. Alle sind digital hochgerüstet mit Smartphones. Ja, und gerade jetzt, ich komme nochmal drauf, die Corona-Krise hat ja gezeigt, das ist der totale Boost für die Leute, die sind zu Hause geblieben. Klar, es gab ja auch Ausgangsbeschränkungen. Und dann sieht man ja, wie umgeschwenkt wurde. Ja, Shop-Apotheke mit 300.000 Neukunden innerhalb von 6 Wochen. Eine unglaubliche Zahl. Man sieht ja, dass die Leute das sofort nutzen. Und ich glaube, das E-Rezept, was jetzt kommen wird, das wird auch genauso in der Kommunikation mit dem Frank sein, mit dem Tobias sein, mit den Kooperationen natürlich sowieso. Alle rutschen dadurch irgendwo ganz, ganz eng zusammen. Aber da habe ich eine Frage tatsächlich. Also ich habe heute mit einem Apotheker gesprochen, der mir sagte, man sieht zwar, dass die Leute zunächst mal sich bevorratet haben über den Versand, aber dann die Zahlen es eigentlich nicht hergeben, dass sie dauerhaft dort bestellen. Das hatte mir heute ein Apotheker am Telefon gesagt. Deswegen gebe ich das mal kurz zur Diskussion. Also ich bin nicht so sicher, dass das Niveau, was wir jetzt erlebt haben, dann auch gehalten wird. Also das ist aber eine Frage, die gebe ich einfach mal in die Runde. Wünsche ich mir auch. Ja, ja, also ich glaube, das wünschen wir uns alle. Mhm. Das, was ich so jetzt auch in den Diskussionen sehe, ist, dass RX, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel abgewandert ist, auch wenn wir da Einbrüche haben, wie Hauke das auch in den Zahlen sieht. Liegt aber auch einfach daran, und so würde ich es interpretieren, dass einfach deutlich weniger Rezepte in den letzten Wochen ausgestellt worden sind, weil die Menschen weniger krank sind und andere Mechanismen da vonstatten gehen. Aber klar, Tobias sieht es in seinen Einkaufszentren auch, wo mit Sicherheit viel OTC, viel Kosmetik sonst über die Fläche geht, kann ich auch einfach ja aus meinen Erfahrungen sagen, das findet halt nicht statt. Also wenn die Apotheken so strukturiert sind, wie sie gerade sind, wir haben Gänge aufgebaut, wir laufen mit Mundschutz rum, die Mitarbeiter vermeiden es, auf die Patienten oder auf die Kunden zuzugehen, in die Beratung reinzugehen, da findet halt nicht viel statt und der Weg ist da einfach nah, OTC, Kosmetik vor allen Dingen, glaube ich, online zu kaufen, wenn da nicht vielleicht auch hier und da gespart wird, weil auch einfach die Bevölkerung mit Sicherheit ihre Problematiken haben, vielleicht auch da auf den einen oder anderen Euro erstmal achten, ob sie den ausgeben, vielleicht sogar umschwenken, aber ich glaube und hoffe, dass es größtenteils wieder zurückgewonnen werden kann in den nächsten Wochen, wann das auch immer dann losgehen kann. Ne, das sind Spekulationen. Das sind Zahlen, die werden wir natürlich verfolgen und das ist auch für uns sehr interessant, diese Entwicklung jetzt zu betrachten. Das geht immer nur von Woche zu Woche, wo man eben neu analysieren kann, wie entwickelt sich das Ganze. Natürlich, Frank, du hast völlig recht, das wird nicht die gesamte Nachfrage wird nicht 100% beim Versandhandel bleiben. Da fließt doch wieder was in die Apotheke zurück. Aber die Frage ist ja, welche Quote? Über welche Quote reden wir? Weil vor der Corona-Zeit hätte ich aus dem Bauch heraus nur als meine persönliche Meinung gesagt, dass RX im Onlinehandel bei 4-7% landet. Ja, da bin ich mir heute nicht mehr sicher, ob das durch diese Corona-Krise nicht noch völlig anders sich entwickelt, weil die Leute haben ja auch zum Teil festgestellt, sie sind mal einen neuen Weg gegangen und mit Sicherheit sind nicht alle enttäuscht worden. Es ist ja nicht so, dass Versandapotheken keinen guten Job machen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Der Apotheker wird jetzt sagen, die Apotheke vor Ort ist auch wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt, ne, weil es erste Ansprechpartner war, niedrigschwelliges Angebot, nicht zum Arzt, wo sich keiner hingetraut hat. Wie man das jetzt gegeneinander werten möchte, keine Ahnung. Die Frage ist auch, wann kommt das E-Rezept und haben wir nicht noch genug Luft, uns wieder zu erholen und die Leute wieder zurückzugewinnen, bevor der Versandhandel entsprechend dann aufsteigt. Aber wo wir bei Digitalisierung sind, Tobias, an dich vielleicht mal, wie viel hoffst du oder wie viel setzt du auf Plattformen, gerade in Bezug auf, ich sag mal, Darstellung, breites Warenlager, Verfügbarkeit, eventuell auch vom Wimpernbooster über Tierpflegeprodukte, das, was man vielleicht so klassisch nicht so unbedingt in der Auslage hat. Denkst du, hoffst du, dass uns eine deutschlandweite Plattform dort helfen kann, in den Apotheken gegen den Online-Versand anzustinken? Nein. Ach, okay, das war kurz, vielleicht noch zwei Sätze mehr.
Wenn ich jetzt Pinkman Booster, Stichwort ist OTC. OTC hat mit Preisen zu tun. Wer online kauft, sucht oft Preise, nicht immer. Mhm. In der Plattform kann man keine Preise anzeigen. Das heißt, der Preis landet wieder bei der normalen Apotheke, die Preisgestaltung. Würde ich mal vermuten, nicht zuletzt wegen Kartell. Also das kann nicht funktionieren aus Sicht des Kunden. Ne? Also die Plattformen, die es gibt überwiegend, da wähle ich ein Produkt an, wähle die Apotheke an und dann sehe ich einen Preis. Mhm. Das geht nicht, das macht auch kein Kunde mit, der bei Amazon einkauft. Also, ist von der User Experience Mist, ja. Andersrum ist vielleicht auch blöd, ne? Weil wenn die Preise da stehen von 5 Apotheken, können wir eigentlich schon erahnen, dass wir Apotheker uns wieder selber am wenigsten nah sind. Ne? Die Plattform vielleicht anbietet, will ich ja gar nicht, ich habe lokal eine andere Preisgestaltung. Also ich glaube nicht, dass sowas funktionieren kann. Wenn das nicht, also gerade bei OTC zumindest, da geht es um den Preis. Am Ende des Tages, der muss dann gerade auf so einer Plattform gleichgetaktet sein. Und wie soll das funktionieren? Ich habe auch noch, ich hätte noch einen Punkt. Nicht zur Plattform, aber wir haben doch in der Facebook-Gruppe jemand gehabt, der hat die Frage gestellt, wie verwalte ich eigentlich Widersprüche? Ja, da wäre ich gleich noch drauf eingegangen, aber jetzt haben wir 10 Minuten, also nutze es ruhig, dann ist ja das Thema heute, ja? Genau, Hauke, du hattest ja schon ein bisschen beantwortet. Ich glaube, da gibt es jetzt tatsächlich schon Lösungen, ohne es genau zu kennen bei den Rechenzentren. Aber in Zukunft wird man durch diese Echtzeitzusagen, egal ob das über Scanex oder jemand anders läuft, wirst du keinen Widerspruch mehr haben. Es wird diese Aufwände gar nicht mehr geben, auch nicht in 3 Monaten oder in 12 Monaten, sondern es wird es einfach nicht mehr geben. Und ich glaube, das ist was ganz Handfestes, weil das einfach mal nervt. Wenn ich mich wegen 25 Euro dort hinsetzen muss, im Zweifel lasse ich es unter Tisch fallen und bei 1.000 Euro, dann greift es einfach die Liquidität an. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, was mir nochmal wichtig ist, zu sagen, Leute, Digitalisierung bringt einfach hier echte Chancen, wirklich Einsparpotenziale oder Ressourcen in der Apotheke freizusetzen, die ihr, selbst wenn die Plattform euch keine Rezepte bringt, einfach am Patienten verwenden könnt. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Und dann war die Frage vorhin zum Thema API oder zum Thema, warum kann meine Warenwirtschaft das nicht beantworten? Oder die kann natürlich, viele Warenwirtschaften machen ja Rezeptprüfungen. Es ist ja nicht so, dass wir das Rad jetzt komplett neu erfinden. Weil da wird auch, da ist ja logisch, Preisanker und so weiter, Lifestyle-Präparat, das wird ja viel schon geprüft. Und aber der wesentliche Unterschied ist eben, dass wir die Brücke zur Krankenkasse geschlagen haben. Und deswegen, um dieses auch in der Warenwirtschaft sicherzustellen, haben wir die komplette Plattform schnittstellenfähig gemacht, sodass jeder Warenwirtschaftsanbieter die integrieren kann. Und das heißt also, da ist einfach, man braucht einfach nur, wir haben ein Entwicklerportal dafür gebaut, sodass man als Warenwirtschaftshersteller einfach sagen kann, hier, ich integriere das für dich und dann ist es am jeden HV-Tisch. Ja, also da vielleicht auch nochmal von meiner Seite ein bisschen zurückgerudert, hat man an allen Kassen, Scannerkassen, ist mit Sicherheit auch noch einiges mehr möglich, als wenn man das Rezept der Warenwirtschaft nicht entsprechend digital darstellen kann. Das ist schon vollkommen richtig. Trotz alledem nervt es halt irgendwie, weil es einfach viel zu aufwendig ist. Hauke, du musst auch noch eine Frage beantworten. Der Christian Meyer, du bist eben um das, was ich angedeutet habe, nicht ganz aufs Thema eingegangen, weil er hatte schon in der Facebook-Gruppe gestellt. Leider wurde die Frage von Herrn Kuhner zur statistischen Relevanz der Insight Health Daten nicht beantwortet. Deshalb nochmal, wie viele Apos bildet die Daten ab und sind auch alle Geschäftslagen repräsentativ vertreten? Weißt du das grob? Auf wie viele Apotheken greift ihr zu und wie ist da die Struktur? Also es gibt ein Apothekenpanel in Deutschland. Das sind Apotheken, die liefern aus der Warenwirtschaft direkt ihre Daten und das sind circa 6.000 Apotheken. Und das versetzt uns natürlich dann in die Lage, jegliche Aussagen, Analysen zu 100% hochzurechnen auf die Bundesrepublik Deutschland. Wie gesagt, immer doppelt abgesichert durch die externen Trust Center, die dann wiederum auf die Datenschutzdinge achten, Frank, die du richtigerweise angesprochen hast. Das heißt, die Regeln werden ja extern vorgegeben und sind damit gesetzt. Aber die Datenlage ist dadurch eben bei 100%, was wir auch dann natürlich jetzt verfügbar machen wollen, den Apotheken selbst in Form von digitalen Produkten, damit auch die Apotheken davon profitieren, von ihrer Big Data. Denn das tun sie im Moment nicht, weil es eben entsprechende Module nicht gibt. Und das ist dann auch meine Aufgabe, die ich wahrnehme, hier für die Apotheken da der Ansprechpartner zu sein und diese Produkte eben auch zur Verfügung zu stellen.
Ja, wie könnte die Apotheke von euch profitieren? Also im Einzelnen schon, aber ich sag mal, macht ja auch irgendwie Sinn in der Gesamtheit. Also was gäbe es da für Möglichkeiten? Und warum tun Sie das noch nicht? Ihr seid ja doch schon ein paar Jährchen am Markt. Warum seid ihr aktuell sehr industrielastig unterwegs und wenig, ich sag mal, für die Apotheke vor Ort unterwegs? Ja, Steffen, also vielen Dank. Das ist immer der Fluch der guten Tat, ne? Man macht was Tolles, entwickelt was Tolles und dann kommt die Frage, ja, warum habt ihr das nicht 15 Jahre früher gemacht? Nein, nein, so meine ich das nicht. Liegt es einfach daran, dass der Apotheker als Einzelunternehmer da ja vielleicht auch nicht genug hinterfragt hat oder nicht genug das ganze Thema angegangen hat? Nein, also wir sind derjenige, der was entwickeln muss, Interessantes für die Apotheken als Produkt entwickeln muss, und das tun wir jetzt. Okay. Die Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie, das ist natürlich unser Core-Business. Wir machen das Ganze seit 20 Jahren und da kommen wir natürlich her. Und die Pharmaindustrie, da haben wir alle namhaften Kunden natürlich im Portfolio, genauso wie das BMG, aber auch das Robert-Koch-Institut, Kostenträger etc. Wir haben eben jetzt die Situation, das hat auch schon vor 3 Jahren begonnen, und zwar in Österreich haben wir angefangen, eben aus Big Data für die Apotheken digitale Produkte zu entwickeln. In Deutschland starten wir jetzt durch mit einem Pricing-Tool, und das ist halt eine ganz einfache Botschaft, die aber wichtig ist, und zwar anhand der Daten, anhand dieses Pricing-Tools monatlich mehr Profit für die Apotheke, für das Unternehmen Apotheke herauszuholen, durch eine sehr, sehr sanfte und wohldosierte Preismodulation im OTC- und Freiwahlbereich. Weil ihr über die 6.000 Apotheken auch die Preise auslesen könnt und vergleichen könnt und sehen könnt, was bietet der Markt für Potenziale, für Chancen? Und wer ist da unter dem Niveau oder vielleicht auch über dem Niveau und verpasst dadurch was, weil der Kunden vergrault? Also das könnt ihr anhand eures Datenpools dann auslesen. Also mir liegt es fern, da irgendeine Wertung reinzubringen. Ja, was wir machen, sind, wir stellen nüchtern statistische Daten dar. Und das sind zwei Aspekte, die wichtig sind beim Pricing aus unserer Sicht. Das sind natürlich Umfeldpreise der Apotheke, das ist ganz klar. Aber das betrifft auch eben die Sicht, die der Verbraucher auf den Preis hat. Und da Klar. sind wir die Einzigen, die das machen. Wir können nämlich Preiselastizitäten berechnen. Das heißt, wir sagen dir auf PZN-Ebene, dieser Preis ist hochelastisch. Das heißt, wenn dort eine Veränderung im Preis stattfindet, dann reagiert der Verbraucher sofort, weil er den Preis kennt. Und dann gibt es eben hochelastische Preise, mittelelastische Preise und niedrigelastische Preise. Und dementsprechend kann man sehr, sehr fein und sehr, sehr wohldosiert als Inhaber, das betrifft jetzt Steffen und dich, Tobias, auch direkt, ihr könnt dort sehr, sehr gut dosiert eben Preismodulationen machen, ohne in Gefahr zu geraten, dass der Patient verärgert wird und dass man eben auch negative Absatzeffekte dadurch hervorruft. Und das ist etwas, was eben aus Big Data resultiert, aus den Daten, die die Apotheke hat. Ja, machen andere Einzelhändler und ich sage auch größere Einzelhändler ja auch durchaus, da sind die Apotheken mit Sicherheit. Ich weiß nicht, wie bist du da aufgestellt, Tobias? Machst du schon länger Preismodellierung oder ach, okay. Alles mal gemacht und die Effekte sind jetzt nicht so riesig. Ne? Im Versand dann war das eine andere Hausnummer, da ist das ja quasi Standard. Aber in der Vorortapotheke. Okay. Ja, muss man, mache ich, will ich machen, mache ich, mal mehr, mal weniger. Hat selbst große Priorität. Dann Okay. kriege ich einen Präsentationstermin Das bei dir, macht er Tobias. im Nachgang, Hintergrund. Ich will mal auf die nächste Frage eingehen vom Jan. Mit welchem Kassensystem, das ist dann wieder Richtung Frank gemünzt, mit welchem Kassensystem wird das Scanex Stand heute funktionieren? Wir sind gerade an der Anbindung verschiedener Kassensysteme, tatsächlich mittendrin jetzt, wo wir schon eine ganz gute Partnerschaft haben und die haben uns von Anfang an begleitet, das Mauer-System 3, das heißt im Versandhandel, da hast du ja häufig auch das Problem, dass du nur einen geringen Rx-Anteil hast und viel OTC eigentlich versendet wird und dort hast du natürlich das Potenzial, dass du den Anteil deutlich nach oben schrauben kannst. Da sieht es tatsächlich so aus, dass man es jetzt über Fertigarzneimittel und Blutzuckerteststreifen verwenden kann. Wir sind jetzt mit anderen Herstellern und zwar mit mehreren hier parallel in der Anbindung und da darf ich aber dazu jetzt noch nichts sagen. Okay, da sind wir irgendwie wieder bei dem Thema, was Tobias, ich glaube, in den ersten 10 Minuten angesprochen hat, wahrscheinlich. Dann sind wir mal gespannt. Aber wird es eine Weblösung geben? Also kann ich, wenn ich sage, oh, das ist ein kritisches Rezept, da bin ich mir unsicher,
Können die sowas gibt, auch übers die Web kannst du, dann entsprechend? ja, die, genau, die kannst du jetzt schon nutzen, tatsächlich aktuell. Also wir haben natürlich Oberflächen auch für die Apotheken und wie für die Krankenkassen gebaut. Du kannst die ganz standalone, kannst du die Lösung jetzt nutzen, musst auch nichts installieren. Du kannst einfach bei uns so draufgehen, registrieren. Zum Beispiel die Zuzahlungsprüfung ist kostenfrei, die wird ausschließlich über die Krankenkassen bezahlt und dann läuft das praktisch, am besten läuft es mit Google Chrome oder mit Firefox. Das ist so ein bisschen, da muss man immer ein bisschen gucken, aber sonst ist es browserbasiert, kannst du sofort loslegen. So. Ja, weil das ist ja meistens dann der einfache Weg. Also warum 3 Jahre warten, bis irgendwie die Warenwirtschaft reagiert? Dann geht man halt lieber teilweise dummerweise mal einen Umweg und versucht anderweitig den Druck aufzubauen. Tobias, du nickst, würdest du auch Würde wahrscheinlich ich so so bestätigen, ne? unterschreiben. Ja, okay. Haben die Kassen tatsächlich ein wirtschaftliches Interesse an einer Lösung, die Retaxen quasi eliminiert? Frank, Ja, neunmal ist absolut. die Frage nach oben gewotet worden. Okay. Du sagst ja. Absolut, sonst wären wir jetzt auch nicht so weit. Ihr könnt auf die Webseite bei uns schauen, da stehen überall Kassen, die unsere Lösung mittragen, die auch sie mitentwickelt haben zum Teil. Und es kommen jetzt weitere Kassen hinzu. Also wir sind jetzt aktuell die Kassen repräsentieren ca. 26 Millionen gesetzlich Versicherte. Das heißt also, das ist mein Versprechen, ich habe jetzt hier 4 Jahre gearbeitet, also nicht nur ich, sondern das ganze Team hier draußen. Und wir werden die Retax abschaffen. Also, und das merkt man auch, die Leute wechseln ja aus der Apotheke in die Kasse und zurück. Also da ist wirklich eine Offenheit da, noch nicht beim letzten oder beim jeden sozusagen, aber das sieht jetzt Okay, wirklich gut aus. das heißt, hast Also du 4 Jahre für knapp 25 oder für gut 25% gebraucht? Wie viele Jahre braucht es noch, um nah an die 100 zu kommen? ich glaube, das ist ja der Punkt ist B2B. Wir haben extrem starke Anmeldezahlen jetzt in den letzten Tagen bei den Apotheken gehabt und jetzt steigt natürlich die Attraktivität für die Krankenkassen, weil wir jetzt deutlich im dreistelligen Bereich, wir gehen auf den vierstelligen Bereich bei den Apotheken zu und dann ist natürlich so, am Anfang haben ja auch viele Kassen gesagt, oh, guck mal hier, der hat jetzt hier 25 Pilotapotheken, das ist nicht so, das ist so ein Henne-Ei-Ding, aber jetzt ist tatsächlich, wir sind tatsächlich letzte Woche alleine 162 registrierte Apotheken. Und das heißt, es nimmt jetzt sukzessive zu und damit steigt die Attraktivität natürlich für die Kassen und dann gibt es auch andere Modelle, die sagen ja nicht alle, ich will mit euch zusammenarbeiten, ich nutze die Scanex-Plattform für das Thema Rezeptprüfung, sondern ich will einen Kanal zu den Apotheken haben und will mit denen zusammenarbeiten. Ne? Also Registrierung ist ja kostenlos, man kann das erste Modul auch kostenfrei nutzen. Genau. Zuzahlungsbefreiungsprüfung, also allen hier ans Herz gelegt, sich einfach mal zu registrieren, weil wenn ich das so richtig raushöre, kann man nichts falsch machen, sondern im Gegenteil eigentlich nur erstmal gewinnen. Die letzte Frage noch, ich glaube, die geht auch wieder in deine Richtung, wenn ich das hier richtig sehe. Welcher Logik folgt Scanex bei der meines Erachtens relevanten Frageprüfung, ob die Krankenkasse gegebenenfalls keine zutreffende beziehungsweise falsche Auskunft erteilt? Welcher Logik? Keine. Frage war recht lang. Hast du die Frage mit? Ja, warte, ich muss kurz darüber nachdenken. Also wir haben jetzt alles abgebildet, was das Gesetz vorsieht und was der Rahmenvertrag und der Liefervertrag hergeben. Das haben wir gemacht. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie der Konfigurator. Wir haben das vorgegeben und die Kasse kann es individualisieren. Also du kannst zum Beispiel eine regionale Einschränkung vornehmen und sagen, ich starte mal nur in Köln-Porz zum Beispiel oder sowas. Und damit ich das auch sukzessive mich der Plattform irgendwie nähern kann. So, es gibt eine relevante in den relevanten Verbesserungsvorschlag tatsächlich, was ich interessant finde, wenn wir in Zukunft, da werden wir die Plattform weiterentwickeln, wenn Vertragspartner wie ein Landesapothekerverband zum Beispiel mit dem VDEK oder sowas dort einen Vertrag abschließt, dass beide Partner sagen, okay, das gilt. So, dann können die Kollegen auf der Kassenseite sagen, so ist es vereinbart und dann bestätigen das nochmal die Kollegen aus dem jeweiligen Apothekerverband oder aus einer Apothekenkooperation oder wie auch immer. Da kann ich mir alles vorstellen. Und wenn beide das Commitment getroffen haben, dann gilt natürlich auch für alle diese Regel. Wir sind natürlich jetzt aus rein pragmatischen Gründen mal auf der einen Seite gestartet, um auch schnelleres Ergebnis zu bekommen, aber das sind sicherlich die nächsten Schritte, die wir hier vor der Brust haben, um es mal so zu sagen. Ja, spannend. Eine letzte Frage noch an dich, Hauke. Sehe ich hier gerade, wie werden die Apotheken, weil ich muss gestehen, die Frage kann ich selber auch nicht beantworten, wie werden die Apotheken für diese Panel ausgewählt? Alles unten eines WAVI-Anbieters oder hebt man da aktiv die Hand oder hat man inaktiv die Hand gehoben? Oder
Nein, also jedes Warenwirtschaftssystem hat die ADAS-Schnittstelle angebunden und jede Apotheke kann sich dazu entscheiden, am Panel teilzunehmen und die Daten zu liefern. Wer unser Pricing nutzen möchte, da ist natürlich die Panel-Teilnahme Voraussetzung, weil sonst kann man die Daten nicht analysieren, das ist ganz klar. Ja, aber teilnehmen kann jede Apotheke und es ist aber jedes Mal eine wirklich eindeutige Unterschrift für diese Panel-Freigabe notwendig. Also das kann nicht sein, dass eine Apotheke da einfach so irgendwie Daten liefert, sondern sie muss das schon irgendwo autorisiert haben bei ihrem Anbieter. Das ist mal autorisiert worden. Okay, verstehe. Genau. Tobias. Aber teilnehmen kann jede, ja. Hast du noch etwas Abschließendes zu dem Thema zu sagen? Weil ansonsten sind wir durch. An dich hatte ich jetzt leider keine abschließende Frage mehr. Du erhoffst dir einfach, dass die Retaxation endlich genauso wie ich auch, denke ich mal, ad acta gelegt werden und wir uns auf die wichtigen Dinge fokussieren können, nämlich die Beratung und die Kundenbindung und nicht da permanent über den Krankenkassen so ein bisschen nach der Nase gucken müssen. Sehr schön, ja. Klasse. Schön. Er macht das dann, ja. War ja eigentlich eine sehr entspannte Runde. Es gab keine wirklich kontroverse Diskussion, aber wir haben ein Thema gut beleuchtet. Also vielen lieben Dank dafür. Guck nochmal ganz kurz aus dem Chat in die Fragen. Nee, wir sind komplett durch. Wir haben auch 5 Minuten überzogen. Ich weiß, Tobias hat noch ein bisschen was vor der Brust. Also trotz alledem euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr auch wieder zugeschaut habt. Nächste Woche gibt es eine kurze Pause, weil wir den DDA-Summit am 18.06. vorbereiten müssen. Ein Tag mit 40 Slots zu vielen, vielen interessanten, spannenden Dingen. Also meldet euch gerne an. Ich glaube, das wird relativ fett und spätestens dann sehen wir uns wieder. Besten Dank. Tobias ist schon wieder im Büro. Euch beiden danke ich auch. Macht es gut. Ja. Danke dir, lieber Steffen. War super. Danke, ja. Alles Gute. Tschüss, ciao.